Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Albula Pass. Heute nur ein kurzes Video und das ist ein Technikvideo. Es geht wieder mal um Solar und hier insbesondere um Abschattung. Wir haben jetzt kurz vor 9:30 Uhr. Wir haben den 22. 23. Oktober. Also die Sonne steht relativ flach jetzt. Ihr seht sie da hinter mir. Und ihr seht auch das Panel. Das Panel liefert im Moment 107 Watt. Und sieht man das überhaupt? So sieht man es. Jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Ich laufe mal vor das Panel. Und ihr seht's. 28 Watt. Nur weil mein Oberschenkel einen Schatten auf das Panel wirft. Also Abschattung unbedingt vermeiden. Auch bei so einem mobilen Teil. Auf dem Dach ist das natürlich genau das Gleiche. Sobald da nur ein, zwei Zellen abgeschattet sind, von zum Beispiel einer Dachhaube, von einem Ast, von irgendeinem sonstigen Schatten, bricht das dramatisch ein. Neulich wurde mir die Frage gestellt, wie sieht das denn aus, wenn ich eins von diesen drei Modulen zuklappe? Ja, machen wir jetzt mal. Also wir sind jetzt immer noch bei 107 Watt. Eins zuklappen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es sind natürlich jetzt beide zugeklappt. Jetzt haben wir noch 23 Watt und die werden wahrscheinlich größtenteils vom Dach kommen. Ja. Also Abschattung bei so einem Teil unbedingt vermeiden. Das war's schon. Ganz kurzes Video diesmal. Danke, dass ihr dabei wart und tschüss.